bin etwas säumig meines Netflix auf YouTube. Ich habe jetzt die Woche 16 und 17 nachgeliefert, gerade online. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich bin jetzt am Weg zum Stephansplatz, zum Warteschlangen-Picknick für einen zweiten Lift. Der Stephansplatz hat nur einen einzigen Lift, der von der Mittelebene nach oben führt. Und das ist für einen Verkehrsknotenpunkt wie den viel zu wenig. Darum würde ich mich freuen, wenn auch ihr vorbeischaut. Wir sind jetzt sicher noch 2 Stunden am Stephansplatz für einen zweiten Lift. Danke. Die Demo geht los. Die Schlange zum Lift ist scheinbar endlos lang. Diese Linie symbolisiert den Platz, wo der neue Lift am Stephansplatz hinkommen sollte. Der Abgang vom Stephansplatz dauert ewig, dass es nur einen Lift gibt und gut 80 Rollstuhlfahrer hier waren. Circa 120 Personen mit Rollstuhl, Kinderwagen, Koffer und Fahrrädern waren bei der Demo am Stephansplatz. Ja Leute, ich stehe auf Autos, vor allem wenn sie solche Beauties sind wie der hier. Wow. Ich habe eine brandheiße News für euch aus dem 11. Bezirk, oder ist es der 3., bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mega geil. Shit Leute, ich glaube Snapchat hat so viel Angst vor Instagram, dass sie gleich einen meiner Snaps gar nicht gesendet haben. Sorry. Die brandaktuelle News ist, es gibt eine Karaoke-Bar am Franzosengraben. So geil, hier in Wien, in Simmering. Macht es eigentlich Sinn, Pokémons zurückzugeben, wenn man sie schon hat? Oder soll man sie behalten, wegen dem Staub und diesen... Ich habe ja immer sehr viele Ratzfatz und so, und bis jetzt habe ich die immer zum Professor geschickt. Aber verliert man dann den Staub? I'm singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Ich bin gerade dabei, ein paar Pokémons zu jagen. Und da bin ich hier beim Askö Reitsport vorbeigekommen. Also beim Reitsportzentrum hier im grünen Prater bin ich vorbeigekommen und habe folgendes geniales Schild gesehen. Hier, wo überall Pferdescheiße rumliegt, wird extra darauf hingewiesen, dass Hundekot entfernt werden muss. Das nenne ich mal Humor. Echt geil, Hundekot entfernen. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Da gibt's ein Pferd, das hat verbundene Augen. Voll arg. Dieses Pferd hat wirklich die Augen zu. Das gibt's ja auch in Wirklichkeit. Die Fast and the Furious Gangs. Zwei identische Autos, wobei das erste ziemlich kaputt ist.
In den letzten 3-4 Stunden bin ich ca. 17 Kilometer herumgefahren und hab 3 oder 4 Eier ausgebrütet. Ich glaube, das ist genug für heute, oder? Okay, hier von der Wetterstation Marbacher. Sorry, es kann doch kein Donnerwetter. Vielleicht später mal. Ich war gerade Ghostbusters schauen und ich finde, der Film war gar nicht so übel, wie alle geredet haben. Was sagt ihr zu Ghostbusters? So steht der grazile Assistent vor dem Herd und kocht. Heute ist YouTuber-Treffen hier in Wien näher an uns gehen und ich bin gerade am Weg dahin. Da sind sie, die YouTuber. Ich werde das Video so haten. Ja, das ist ja, like sofort. Da komme ich durch die Ich sag das keine rechtliche Sache. Ich will nicht in dem Video. Hey Leute, ich bin Sarah Falkes. Ich grüße alle Leute. Was habt ihr heute getrunken? Ich hoffe, ihr habt genug getrunken, weil Trinken ist wichtig. Ich muss sagen, heute war echt ein sehr feines YouTuber-Treffen. Es war einfach gemütliches Abhängen, sehr nice.